Herzlich willkommen zurück hier bei Halo Infinite. Ja, der letzte Part hat ja schon echt storyreich ein bisschen was aufgeschlüsselt. Wir haben eine neue KI-Begleiterin, die immer noch keinen Namen hat. Kann ich eigentlich damit... Nee. Denn, ich will mal was ausprobieren. Okay, gut, ich kann also so loslassen. Ja, ich möchte mein Geschütz wieder mitnehmen. Die noch keinen Namen hat. Bin mal gespannt, ob die irgendwann einen Namen bekommt. Oder Cortana hat sich ja auch ihren Namen selber ausgesucht. Und wir sind auf dem Halo-Ring gelandet. Was unser menschlicher Begleiter, unser Soldat, von dem haben wir auch noch keinen Namen. Alle hier namenlos. Nicht so cool fand. Er wollte eigentlich nach Hause. Und jetzt macht der Master Chief so eine Action hier. Was, Arsch? Ich unterbitte dich. Grunsmuls. Ganz muss lassen verschiedene Waffen fallen. Bist du ein Packesel? Oh ja. Gerne. Endlich. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie einfach. Oh, guck mal da oben. Der hat einen Scharfschützengewehr. Hey! Ja. So nicht, mein Freund. Lass mich doch von dir nicht wegschießen. Vor allem mit dem Geschütz bin ich ja sowieso ein bisschen langsamer. Was ist los? Der Schwerkraftlift sollte betriebsfähig sein. Wir müssen ihn irgendwie wieder in Betrieb nehmen. Guck mal, wenn sie redet, blinkt auch der Helm. Wie cool. Okay, okay, okay. Da oben liegt auch noch irgendwas Gelbes. Lassen wir die Waffe mal hier liegen. Und ziehen uns da mal hoch. Ah, hier, der Skewer. Das ist, ein richtig heftiges Scharfschützengewehr. Dieses Objekt. Ja, perfekt. Es speist den Ring mit Energie. Ein sogenannter Energiekern. Genau, den setzen wir da ein. So, hier sind noch ein paar Granaten. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Schnell mal gucken, dass ich nichts vergessen habe. Aber die Audiologs machen ja Geräusche. Das finde ich auch cool. Weil sonst wäre das echt schwer zu finden. Ich habe nichts gegen Audiologs. Ich finde das bloß immer so ein bisschen blöd, wenn man die... Sagen wir, man hätte jetzt hier so ein fettes Gefecht. Und hier würde eins liegen. Da würdest du... Das würdest du nach dem Kampf vergessen haben. Und wenn die Story so durch Audiologs vorangetrieben wird oder so wichtige Sachen, dann finde ich das immer doof. Das war bei Bioshock irgendwie schon immer schwierig zu finden. Und das ist ja interessant. Also soll nicht Cortana sein? Ich bin mal gespannt. Also, bin sowieso gespannt wie ein Flitzebogen. Die Hungrigen endlich gut genährt. Wir haben ja auch Licht, stimmt ja. Bereit, unserem Helm. Dir zu begegnen. Aber es sieht doch ohne Licht total geil aus, aber ich lasse das jetzt erstmal an. Oha. Chief, halt. Oha. Wie ist das ein Spartan? Finden wir raus, was passiert ist. Oha. Oha. Oha, ja, tatsächlich. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Mal sehen, was ich herausfinde. Datenladen. Das ist Spartan Bonita Stone. Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber anders, stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Oh, Schildkern. Der verstärkte Schildkern erhöht die Menge an
Dauerfeuer, die dein Energieschild absorbieren kann, bevor es kollabiert. Okay, cool. Die Arme, ey. Ein Partikelschwert noch stärker, so wie der Schwertträger, dieses rote. Gehe ich mal ganz stark von aus. Keine Ausbildung, kannst du vergessen. Upgrades, ja. Dich schmeiß ich in den Müllschlucker. Au. Ey, ich bin am Aufrüsten. Dich schmeiß ich in den Müllschlucker. Finde ich nicht so nett. So, nochmal. Aber jetzt weiß ich, dass hier nicht Pause ist. Ach nee, guck mal, da unten steht insgesamt. Also wir könnten jetzt theoretisch 4 haben und 3 haben wir schon. Ich muss immer gucken, dass ich nicht nachher das verwechsel. 1 und 1, also Blocks haben wir gefunden, den Schädel nicht. Ja, und hier haben wir auch schon. Wir sind gut davor. Ach Quatsch, jetzt wollte ich ja noch Ausrüstung gucken. Ah, ich habe... Das habe ich jetzt bekommen. Achso, das hatte ich ja. Das habe ich bekommen. Und mit einem noch ein Kern davon kann ich das aufrüsten und dann immer so weiter. Vor allen Dingen, warte mal, wie viel man überhaupt aufrüsten kann. Allgemein, dass man sich aufrüsten kann, finde ich ganz cool. Datenbank. Ja, das haben wir ja schon gehört. Smarten Audiologs. Schade. Dass sie kein... Ja, natürlich, wenn sie das Partikelschwert abgekriegt hat. Da kann man nicht viel machen, aber die KI hat es herausgefunden. Okay. Wir sind da. Zeit fürs Aufräumen. Sollte uns an die Oberfläche bringen. Ja, das ist gut. Da kann ich die Schakale schnell aus dem Weg räumen. Weil ich einfach einen nach dem anderen wegschreibe hier. Ich muss ein bisschen agiler sein, um die Schaffe zu schalten. Für die Fußvolk-Belegschaft reicht das aus. Schild ist weg, sehr gut. Ist ein bisschen langsam mit dem Geschütz, aber ist okay. Ja, dann flankiert mich, kommt schon. Ihr solltet vielleicht nicht so rumschreien. Ich habe ja auch ein Radar. Ich sollte öfters auf den Radar gucken. Es tut mir leid. Ich finde es eigentlich fies. Vor allen Dingen, wenn die sich verstecken. Das ist echt schon böse. Sehr böse und herzlos von mir. Aber okay. 12% kommen, dann weg damit. Aha! Hab ich schon voll? Wir müssen den Aufzug herabrufen. Suchen Sie ein Bedienterminal. Ja, das habe ich schon gefunden. Ich bezweifle, dass ich einen Energiekern brauche. Ja. Ist weg.
Okay, da ist das Terminal und das. Die brauchen mehrere. Der Aufzug bezieht seine Energie aus dem Ring. Nun, früher, der Kern fehlt leider. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Das habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich sagen, suchen wir einen Kern. Da hinten? Sieht gut aus. Holen wir uns den Kern. Kein Problem. Oha. Was ist das alles? Genetische Archive. Blutsfetter Speichermedien. Silixe. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen fest. Und die Dinger reden. Eine Menge. Ach ja, stimmt. Guck mal, da haben wir Eliten, Schakale, Grunts. Das stimmt ja, also der Halo oder die Halo-Ringe, die sind ja dafür gebaut, die Flood zu vernichten. Oder was heißt, die Flood wird damit vernichtet? Nicht, sondern die Nahrung wird für die Flood vernichtet. Und somit vernichtet sich die Flood halt selber. Und, oh, das ist ein Lock, das ist gut. Und auf den Halos, ist ja natürlich blöd, ne? Wenn man die Halos zündet, dann zerstört man ja die ganze Nahrung. Das heißt also, wir würden ausgelöscht, also die ganze Lebensform in so und so vielen Quadratkilometern. Und das sind einfach die DNA-Kopien. Das heißt also, wenn jetzt die Flood, sagen wir mal, das passiert, die Halos werden gezündet, alles gut, dann fängt man wieder von vorne an. Du hast ja DNA-Kopien, du kannst einfach dir mal schnell eine neue Rasse bauen. Das ist alles von den Blutsvätern und von den Vorläufern noch. So, hören wir uns erstmal das Audiolog an, bevor ich den Hebel ziehe. Ne, den kann ich ja mitnehmen. Das sollte reichen. Gehen wir zurück zum Aufzug. Hier ist Sanitäter Lucas Browning. Wenn Sie das hier finden, müssen Sie verstehen. Die haben mich gezwungen, Ihnen zu helfen. Was immer das hier ist. Sie haben es hochgebracht von unten, als es geöffnet wurde. Gott, das war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. Sie müssen mir glauben. Es ist nicht meine Schuld. Stimmt ja auch, sie brauchen halt die Menschen. Weil die Menschen sind tatsächlich schon viel, viel älter und wir waren ja schon fähig, durchs All zu reisen. Aktivieren wir das Dock. Alles klar. Das sieht gut aus. Da ist Saft drauf. Nicht von den Blutsvätern. Das waren die Verbannten. Kannst du es bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Nein. Aber wenn es Freunde sind... Ist es nicht. Escherums Befehl lautet, dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Alles klar, schauen wir mal, wer hier wie viele Stücken ist. Komm, Mary. Erst die kleinen Handlanger weg. Ah, puh, ey. Ja, ja, du hast mich erledigt, ja. Krass, dass die auch gleich so eine Barriere aufbaut. Jetzt schon, das ist langweilig. Wir haben doch erst gerade angefangen. So schön nachsetzen.
Ihr habt zwar eine schöne Rüstung an, aber das heißt nicht... Du bist im Haus! Endgegnerkämpfe, finde ich gut. Nimm das, Feigling! Gib dir gleich mal Feigling. Du kommst zu spät, Spartan. Der Ring gehört. Niemand kann gegen Tremonius bestehen. Ja, das werden wir noch sehen. Könnt ihr so einen Knister auf dich werfen? Tremonius. Nein, nur ein schon. Mensch, nichts weiter. Dieser Ring gehört den Verbanden. Das werden wir noch sehen. Oh, das hat ihn eliminiert. Sie hatten recht. Du hattest da eine schöne er war Waffe. Feindselig. So wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Tremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch. Wieso ist das komisch? Das musst du mir mal erklären. So, hier ist irgendwo noch kinetische, nicht kybernetische Munition. Kybernetisch ist ja, oder... heißt das kybernetisch? Kinetisch und Plasma. Aber kybernetisch, glaube ich, heißt das. Das ist was, glaube ich, ganz anderes. Erstmal fast die Zunge dran gebrochen. Schockwaffen, okay. Nee, warte mal. Schockwaffen? Schockwaffen ist anders. Schockwaffen? Habe ich hier eine Schockwaffe? Habe ich schon mal in der Hand gehabt? Nö. Hier ist auch ein anderer Munitionstyp. Hartlichtwaffe. Okay. Na, auf jeden Fall haben wir seine dicke Wumme. Die ist cool, die kenne ich. So. Da unten hast du ein... Ah, da unten ist doch das Symbol. Was das für eine Munitionsart ist. Okay, gut. Aber seht ihr das, was ich da gerade eben... Also das ist das, was ich meine. Mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117. Verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich wäre... Okay, hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Ganz ruhig. So leicht sind wir nicht unterzuputtern, ja? Aber das ist das, was ich meine. Die haben... sie macht schon Witze, ne? Also, die witzeln miteinander. Und das ist cool, irgendwie. So eine KI hätte ich auch gern. Spatenkern aufheben. Ah, du hast einen Spatenkern erhalten. Diese wertvolle Komponente dient der Aufrüstung von Ausrüstung. So, dann können wir jetzt aufrüsten. Bloß ist die Frage, was? Greifhaken betäubt... erfasste Gegner für eine Sekunde, oder? Ah, komm, Schildkapazität. Ich glaube, das ist besser. Erstmal. Vor allem, ich finde das so cool, wie das alles installiert und... Noch ein Silex. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem. Warum so zynisch? Ist vielleicht was Gutes? Glaub mir, ist es nicht. Das sieht eher so aus wie so ein, sag schnell, wie heißen die denn noch? Diese Roboter.
diese Robo-Einheiten vom Didaktiker. Vielleicht tauchen die auch noch auf. Zeichen der Verbannten. Was, wenn Tremonius unser... Jemand im Anmarsch? Mensch! Oder so. Ja, Tremonius ist nicht mehr da, Freunde. Den habe ich ausradiert. Jetzt möchte ich aber mal ganz kurz was gucken. Ja doch, hier habe ich alles gefunden. Außer wieder den Schädel. Gut. Ich hoffe, dass die Audiologs nachher nicht so krass versteckt sind. Das wäre fies. Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Ja, gleich. Erstmal gucke ich mich hier um. Skewer, okay. Nee, ich behalte die dicke Wumme erstmal. Okay, hier ist nichts, was von uns Interesse da ist. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Tremonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht. Er war nicht der Beste der Verbannten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende. Die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erwächst. Trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen. Und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verbannten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Wow, sehen Sie nur. Es ist so voller Monster, die uns umbringen wollen. Ich wollte schon sagen, es ist so schön. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Kein Problem. Ich kümmere mich um den Landeplatz. Der Außenposten wird angegriffen. Tremonius ist gefallen. Wer den Spartan tötet, nimmt seinen Platz ein. Oh, ist deine Waffe heiß gelaufen? Das ist schön. Das sind so viele Schüsse auf mich. Hat sie zerstört! Alter, die zecken ganz schön rum da. Er geht in Deckung. Nee, in Deckung gehe ich nicht. Ich schaue mich hier schön um. Er schießt nicht mich, er schießt jemand anderen und dann mich schlagen wollen. Mutig, aber
Nicht gut genug. Ja, Schild weg, genau. Wir schützen die Unseren. Das Schild ist schon fies, das hat so ein Loch, wo man dann auf die Füße schießen kann. Oh hier. Kinetische Munition, nicht kybernetisch. Jetzt geht mir das gut über die Zunge, ne? Egal. Ich werd's wahrscheinlich vielleicht irgendwann nochmal... Die Spartan-Party! Ah, schön, unser neues Spielzeug. Wow. Hä, was war das? Das ist gar kein Plasma. Das ist hier so eine Schockgranate. Cool. Hörst doch da hinten. Sammeln wir das auf. Tötet den Spartan auf der Stelle. Unser großer Sieg bei der Festung der Menschen ist vollbracht, Trimonius. Du hast unsere Truppen gut geführt. Atriox wäre stolz. Als Zeichen unseres Triumphs werden die Truppen vor Ort sofort einen neuen Außenposten errichten. Einen von vielen auf dem heiligen Grund unserer neuen Heimat. Wir werden diese Festung im Schatten ihrer Niederlage errichten. Ein Monument ihrer Schwäche und Feigheit, wo so viele von ihnen gefallen sind. Escheron hat verfügt, dass sie nach dir benannt wird, Trimonius, um Anführer dazu zu inspirieren, deinem Beispiel zu folgen. Von den Menschen bleiben nur noch versprengte Reste. Und so geht die Jagd weiter, bis der letzte Menschenschädel zerquetscht ist. Dank deiner Bemühungen rückt dieser Tag schnell näher. Das war eben ein bisschen fies mit der Granate an der Waffe. Deswegen habe ich sie auch losgelassen. Aber das ist cool, dass das überhaupt funktioniert. Was sagt das hier? Der Dämon, ja, stimmt. Den werde ich auch genannt. Was alles noch hängen geblieben ist bei denen, ne? Dämon und... ja so viel Kopfgeld bringe. Ja. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das war der letzte. Landeplatz ist gleich frei. Ist es sicher? Was ist schon sicher? Sagen Sie nichts. Wenn ich mich irgendwo einhacken kann, verspreche ich Ihnen, dass Ihr Freund sicher in der Basis landet. Sieht so ein bisschen aus wie vom 3D-Drucker, ne? Die sind ja auch so geschichtet. Ja, und da ist wieder der Weltraum. Ja, da ist ja auch der Weltraum. Das ist ja hier die Atmosphäre vom Ring. Aber auch alleine wie groß, ne? Wenn man sich das echt mal vorstellen muss. Den rufe ich gleich. Erst schaue ich mich hier mal richtig um. Hier gab es nämlich noch ein bisschen was einzusammeln. Ich glaube, vielleicht können wir die mit dem Upgrade auch irgendwann ranziehen. Oder so umwerfen. Hier auch UNSC-Sachen. Also hier waren auch Menschen vor uns. So, was ist das? Panzerungsschrank öffnen.
Okay. Kosmische Gegenstände, die im Multiplayer von Halo Infinite teilgenommen Spartans ausgerüstet werden können. Okay, cool. Das ist ja auch eine nette Dreingabe. Du hast einen kosmetischen Gegenstand. Scarab-Kanone. Krass. Hätte ich immer vorher finden können, ey. Aber da muss ich jetzt Ausschau halten. Da muss ich jetzt schnell gucken. Ja, tatsächlich. Nee, warte. Wird tatsächlich angezeichnet. Markiert. 1 von 1. Und 3 Upgrade-Punkte noch. Die möchte ich ja nicht verpassen, ne? Die will ich mir alle holen. Ja, komm, rufen wir unseren Kollegen, damit er hier landen kann. Vielleicht ist er dann ein bisschen beruhigter, da jetzt oben da im All rumzufliegen. Mal sehen. Die Verbanden nutzen eine abgewandelte Version des Allianzkampfnetzes. Ziemlich einfach zu knacken. Und fertig. Ich habe unseren Standort aus dem System gelöscht. Wir sind sicher. LZ gesichert. Fester Boden. So schön das auch ist. Können wir jetzt verschwinden? Haben Sie diese Waffe gefunden? Können wir los? Hi! Was zum... Cortana! Aber sie... Sie ist an allem schuld. Das ist nicht Cortana. Sag's ihm. Aber das ist geheim. Genehmigung erteilt. Ich wurde von Dr. Catherine Halsey erschaffen, um in die Installation einzudringen und Cortana für ihre Löschung festzusetzen. Ich hatte Erfolg. Cortana ist keine Gefahr mehr. Und jetzt hilft sie uns, die Verbanden aufzuhalten. Natürlich. Ich verstehe Sie. Bis vor einer Stunde wusste ich nicht, was ein Verbannter ist. Und ich glaube, die Chancen stehen schlecht. Ja. Ja, Sie sollten auf Sie hören. Sie bringen uns noch alle um. Wie faszinierend. Sie wollen überleben. Und ich wurde zum Sterben programmiert. Wirklich? War denn einer mit Todessehnsucht noch nicht genug? Nein, ich habe nur darüber nachgedacht, wozu... Halt. Ich empfange einen UNSC-Notruf. Position? Der Ursprung ist 4 Kilometer entfernt. Das ist der Ursprung des Notsignals. Das ist unsere Position. Das war, bis vor 2 Minuten, noch ein Verbandenvorposten. Ich sage wahr, weil er jetzt uns gehört. Chief, wovon redet sie da? Jetzt kommt der coole Teil. Den Verbanden sind noch mehr UNSC-Vorposten in die Hände gefallen. In die Pranken. Die haben ja Pranken. Jeder ist mit einem Gebiet verbunden. Hier ist die Position des UNSC-Signals, das ich verfolgt habe. Und 2 weitere Vorposten. Markiert. Los geht's. Dann los. Was? Dahin? Ja, dann ruh dich doch aus. Bin einsatzbereit, Chief. Lassen Sie uns abhauen. Ja, und jetzt fängt natürlich das Open-World-Gameplay an. Und ich habe irgendwie total Interesse daran, diese ganzen Vorposten zu säubern.
Jetzt ist die Frage, das ist noch eins von drei Erweiterungskringeln, Erweiterungspucks. Sind die jetzt hier tatsächlich zu finden oder hier irgendwo in dem ganz großen Gebiet? Es ist immer die Frage, ne, wo und inwieweit sind die verteilt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann die drei hier Pucks hier liegen und ja, dass man die dann einsammeln kann. Vorposten. Können wir die guck mal, da Tapferkeit-Punkte. Mit denen können wir die ganzen Sachen rufen. Und auch Verstärkung. Ist alles noch gesperrt. Ich lasse das jetzt erstmal so. Datenbank. Blutsväter-Archiv. Genau, Blutsväter. Waren das Blutsväter-Roboter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall egal. Schädel, ja. Mal gucken, wann wir den ersten Schädel finden. Guck mal hier, 15. Also auch nicht alles nach Reihenfolge. Ja gut. Was sind das für komische Geräusche? Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder? Erst wollen Sie, dass ich einem Signal folge? Dann lassen Sie mich hier warten. Nun machen Sie halt. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ja, bleib mal locker, mein Freund. Wir beenden den Part sowieso. Das müssen wir alles auf den nächsten Part verschieben. Und dann geht die Action richtig los. Und vielleicht dann wird noch mehr Open World erklärt. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs dabei sein, Freunde. Und ja, mit weniger Zungenbrechern im nächsten Part sehen wir uns. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.